Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen einen Snowbake Strawberry Cheesecake. Auf Englisch klingt das Ganze natürlich nochmal viel cooler, aber der Kuchen schmeckt wirklich super lecker. Der Boden besteht aus einem leckeren Cornflakes Crunch Boden mit Mandelsplittern. Den finde ich wirklich super lecker. Die Creme besteht aus einer leckeren Sahne-Frischkäse-Creme mit Schokosplittern drin, dass es so ein Stracciatella-Touch hat. Und passend zur Saison machen wir es natürlich mit frischen Erdbeeren. Ihr könnt das Ganze aber natürlich immer mit den Früchten der Saison machen und einfach dem Rezept anpassen. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten für den Crunchboden. Für den leckeren Cornflakes Crunchboden benötigen wir natürlich einmal ganz, ganz wichtig Cornflakes. Da benötigen wir 125 Gramm. Ich habe hier extra mal die Packung gezeigt. Wichtig ist, dass ihr nicht, es gibt ja auch gesüßte Cornflakes, das würde das Ganze zu süß machen. Also ich benutze einfach die naturbelassenen Cornflakes. Dann benötigen wir 80 Gramm gestiftete Mandeln. Außerdem benötigen wir noch 230 Gramm Zartbitterkonfitüre, die dann später in Stücken geschnitten. Und außerdem benötigen wir auch noch 35 Gramm von dem Kokosöl. Als erstes nehmen wir jetzt die Konfitüre, schneiden die nochmal in kleinere Stückchen, geben die dann in den Thermomix und lassen das Ganze für ungefähr 10 Sekunden auf Stufe 8 zerkleinern. Schaut einfach von oben danach herein, dass man keine groben Stückchen hat, und dann schieben wir alles mit dem Spatel nach unten. Und jetzt schmelzen wir die Schokolade im Thermomix. Dafür stellen wir den Thermomix einfach nur auf 5 Minuten 50 Grad Stufe 2. Dann sollte alles geschmolzen sein. Und deswegen habe ich mich auch für die Zubereitung im Thermomix entschieden. Wer jetzt keinen Thermomix hat, hackt die Schokolade natürlich ganz klar mit dem Messer einfach ganz fein und macht dann die Impfmethode, dass man dann ein Drittel beiseite tut. Die anderen zwei Drittel tut man dann über einem warmen Wasserbad erwärmen. Ganz, ganz wichtig, das Wasser sollte nicht sprudeln, also man lässt es aufkochen. Dann schaltet man auch eigentlich die Temperatur schon runter, dann schmilzt die Schokolade, man rührt und gibt dann quasi, nimmt es dann von der Hitzequelle runter und rührt dann das restliche Drittel ein, und so temperiert man dann die Schokolade. Das ersparen wir uns quasi im Thermomix, aber wie gesagt, beide Sachen funktionieren gleich gut. Jetzt geben wir einfach nur die anderen restlichen Zutaten in den Mixtopf oben rein und lassen das Ganze einfach im Linkslauf bis zur Stufe 4 für ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Schaut einfach von oben rein, bis sich alles schön vermischt hat. Lassen wir das Ganze schön durchmischen. Und wer keinen Thermomix hat, macht das Ganze jetzt einfach in der Schüssel mit einem ganz normal mit einem Löffel und verteilt alles schön. Wichtig ist nur, dass natürlich alle Cornflakes und die Mandelstiftchen komplett mit der Schoko, mit dem Schokoüberzug überzogen sind. Ich habe mir jetzt schon mal meinen Backrahmen geholt. Den schlagen wir jetzt gleich mit Backpapier ein. Wer eine Springform hat, kann natürlich da auch einfach eine Springform verwenden. Ich benutze immer die Backrahmen, weil man dann einen Rahmen hat und nicht mehrere Springformen benötigt, da ich immer in unterschiedlichen Größen backe. Wobei ich sagen muss, ich finde für Torten und Kuchen sind 20 cm immer super schön, und ich finde es auch immer schöner, wenn die Torten eher ein bisschen höher gehen als ganz flach sind. Und abgesehen davon können wir im Moment eh nicht Big Party machen und mit vielen Leuten. Da passt es sowieso, wenn man einen Kuchen oder eine Torte backt, die nicht ganz so groß ist. Dann verteilen wir die Cornflakes-Masse darin. Wichtig ist, die schön festzudrücken. Ich mache das auch ganz normal einfach mit meinem Backlöffel. Man kann sich aber auch ein Glas zur Hand nehmen, aber ich finde, das ist bei dieser Rührmasse gar nicht notwendig. Einfach mit dem Löffel schön festdrücken. Ich decke das Ganze ab und dann muss das für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit die Schokolade auch schön fest wird.
Für die Cheesecake Stracciatella Creme benötigen wir einmal natürlich Frischkäse. Das sind jetzt bei mir 470 Gramm. Dann benötigen wir noch 300 Gramm Sahne. Dann habe ich hier 40 Gramm Puderzucker. Wer mag, kann da natürlich auch bis 60 Gramm gehen, aber das ist dann schon ein bisschen süß, zumindest für uns. Dann benötigen wir noch 150 Gramm Schokoraspel, außerdem zum Steifschlagen noch in etwa 9 Teelöffel Zanapat, ein wenig Vanilleextrakt. Hier benutze ich jetzt dieses Tortenguss zum Sprühen. Wer mag, kann natürlich auch einfach Tortenguss, also ein normales Tortengusspäckchen nehmen und das nach Anleitung zubereiten. Oder man nimmt in etwa so, ich überlege gerade, 60 Gramm ungefähr benötigt man von der Erdbeermarmelade. Kann die im Topf erhitzen und die drüber gießen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, in etwa so um die 320 Gramm Erdbeeren. Die Creme, die verrühre ich jetzt einfach in der KitchenAid, einfach nur, weil der Thermomix jetzt bei mir schmutzig ist und in der Spülmaschine. Und man kann das Ganze natürlich im Thermomix machen, da nie höher als Stufe 4 gehen und den Schmetterling benutzen. Es werden nämlich eigentlich nur alle Zutaten in die Schüssel gegeben, mit Zanapat steif geschlagen. Und wichtig ist nur, dass man nicht zu lange rührt, damit man keine Butterflocken oder so bröselig, dass die Creme nicht bröselig wird. Und man kann das Ganze natürlich selbstverständlich auch einfach mit einem Handrührgerät aufmixen. Das funktioniert auch. Und dann rühren wir einfach nochmal zum Schluss mit dem Löffel die Schokoraspel ein. Und jetzt verteilen wir die Creme gleichmäßig in der Springform. Da empfehle ich euch einfach erstmal das mit dem Löffel reinzumachen. Aber das Verstreichen geht am einfachsten hier mit so einer Winkelpalette. Und wer dann noch ganz ordentlich ist, zieht einfach den Rand nochmal ordentlich ab. Und danach verteilen wir auch schon die Erdbeeren obendrauf. Da ist es nur noch zu sagen, entweder lässt ihr die Erdbeeren so komplett oben drauf stehen. Da kann es aber sein, dass man ein bisschen mehr Erdbeeren benötigt. Wer da sparen will, kann die auch einfach vierteln und dann so ein bisschen wilder drauf verteilen. Und damit die Erdbeeren jetzt nicht schlecht werden obendrauf, ist es ganz wichtig, dass wir die noch mit irgendwas überziehen. Entweder nehmt ihr euch jetzt Erdbeermarmelade, erhitzt die in einem Topf und träufelt die dann so über die Erdbeeren drüber, damit die bedeckt sind. Das gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen Süße. Das ist vor allen Dingen empfehlenswert, wenn man am Anfang der Erdbeersaison ist und nicht die Erdbeeren vom Garten oder von hier nimmt, die noch nicht die richtig sonnengereift sind. Die sind nämlich nicht so süß. Die kann man dann damit noch mal ein bisschen verschönern. Wenn man aber zur Erdbeersaison die Erdbeeren benutzt, die sind ja wirklich zuckersüß, die benötigen da eigentlich keine Süße zusätzlich. Deswegen arbeite ich jetzt auch, weil ich mit leckeren, frischen Erdbeeren arbeite, mit dem Tortengussspray von DecoBack. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es einfach in der Backabteilung. Das finde ich persönlich lecker, wenn man die damit einsprüht und auch nicht so eine ganz dicke Tortengussglasur hat, weil ich nicht so der Tortengussglasur-Typ bin. Das mag ich eigentlich nicht so, wenn man das so richtig so Gelee-Stückchen auf dem Kuchen hat. Wer das aber lieber mag, kann natürlich auch einfach ein Tortengusspäckchen erwärmen und das drüber geben. Die gibt es übrigens auch mit Erdbeergeschmack. So, ihr Lieben, und jetzt kommt der schwierigste Part. Der Kuchen muss jetzt mindestens 4 Stunden kühlen.
Und deswegen rate ich euch auch, also ihr könnt den Kuchen wirklich also entweder morgens zubereiten und nachmittags genießen oder ihr bereitet das Ganze einfach abends vor und habt dann am nächsten Tag einen leckeren Kuchen. Der lässt sich ja komplett zubereiten, man löst danach einfach nur noch den Backrahmen und gibt ihn dann einfach auf seine Tortenplatte drauf. Oder wenn man den Kuchen transportiert, ist es auch eigentlich immer ganz gut, wenn man ihn im Rahmen lässt. Dann habt ihr auch keine Angst, dass er sich irgendwie hin und her bewegt und während des Transportes kaputt geht. Wenn ich den Kuchen immer irgendwo hin mitbringe, lasse ich den immer im Backrahmen und löse den Backrahmen dann immer erst vor Ort. Aber wichtig ist, der muss jetzt erstmal richtig gut durchkühlen. So, ihr Lieben, das war es auch schon wieder von mir. So schnell ging das Video schon wieder rum. Ein Tipp vielleicht noch für euch, da das ja so ein Schoko-Crunch-Boden ist, ist es ziemlich schwer, wenn er direkt aus dem Kühlschrank kommt, ihn durchzuschneiden. Da ein Tipp, entweder das Messer schön erwärmen, das hilft nämlich immer bei Schoki durchzukommen, oder am besten auch schon den Kuchen auf jeden Fall, die Torte, eine halbe Stunde oder so vorm Essen ihn schon mal aus dem Kühlschrank zu nehmen, ihn einfach beiseite zu stellen, natürlich nicht in die Sonne oder sowas, wir haben ja eine Sahne-Frischkäsecreme, nicht, dass der Kuchen schlecht wird, aber einfach nur, dass er nicht direkt aus dem Kühlschrank ist und mit einem heißen Messer durchschneiden, dann funktioniert das natürlich super. Und falls ihr Großeltern habt, die mitessen, kann es sein, dass dieser Crunch-Boden einfach zu hart ist für die. Da könnt ihr natürlich auch einfach auf einen Biskuitteig oder irgendwie einen Rührteig umswitchen. Das schmeckt bestimmt auch super lecker. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept mal aus und schreibt mir vor allen Dingen, ob es euch geschmeckt hat. Ich verlinke euch das natürlich wie immer unten in der Infobox, genauso wie meinen Shop für irgendwas, wenn euch irgendwas interessiert von den Pampered Chef Produkten. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, wenn wieder Crystal Time ist. Tschüss!